einmal seit 13 Jahren feierte Deutschland wieder den 1. Mai frei und nach eigenem Willen als Festtag der Werktätigen und Tag der Völkerversöhnung. Berlin, noch vor einem Jahr der Schauplatz blutigster Kämpfe, feierte den Tag als das erste große Friedensfest. Geschmückte Häuser, Ansprachen und eine eindrucksvolle Massendemonstration der Zehntausende im Lustgarten. Dasselbe Bild in Hamburg. 70.000 Arbeiter und Angestellte zogen von den einzelnen Sammelstellen in breiten Kolonnen mit Fahnen und Spruchbändern durch die Stadt zu den schönen Anlagen der Ausstellung Planten und Blumen. Hier war der zentrale Versammlungsplatz, wo unter anderem der Generalsekretär der unabhängigen Arbeiterpartei Englands, Jenner Brockway, zu den deutschen Werktätigen sprach. Inmitten des Menschengewühls feierte die Jugend den sonnenstrahlenden Maifeiertag auf ihre Weise. In tausenden von kleinen Orten und Dörfern aber gab es ein ländliches Maienfest nach althergebrachter Art, wie hier in Grünwald bei München. Der Maibaum wird aufgerichtet. Dieser ist 28 Meter hoch und soll 5 Jahre lang stehen bleiben. Gruppenaufnahme zur Erinnerung. Der traditionelle Tanz um den Maibaum beschließt die Feier. Die Vereinigten Staaten erhöhen und beschleunigen ihre Anstrengungen, um die Not in Europa zu lindern. Wie in so vielen notleidenden Ländern hungern auch in Italien die Kinder. Ihnen bringt die UNRWA, das Hilfs- und Wiederaufbauwerk der Vereinten Nationen, notwendigste Nahrung. Denn die Rettung der Kinder ist die vordringlichste Aufgabe jeder Hilfsaktion. In Amerika sind 200.000 Stück Vieh für den Transport nach Europa bestimmt, um die Herden in der alten Welt wieder aufzufüllen. Vor dem Verladen erhalten sie den Kennstempel. Die amerikanische Bevölkerung selbst schränkt ihren Verbrauch ein, um diese Zuwendung möglich zu machen. Auch Pferde gehen nach Europa, die ersten von 300.000, die insgesamt zum Verschicken vorgesehen sind. Sie werden dazu beitragen, die schwer getroffene europäische Landwirtschaft wieder aufzurichten. Der brachliegende Boden vieler deutscher Flugplätze wird jetzt wieder friedlichen und nützlichen Zwecken zugeführt. So entsteht auf dem ehemaligen Flugplatz Wertheim in Baden eine Siedlung für 4000 ungardeutsche und sudetendeutsche Flüchtlinge. Eine ganze Gemeinde mit eigener Schule und Kirche wird hier gegründet. Eine Töpfereiindustrie soll als wirtschaftliche Grundlage ins Leben gerufen werden. Die früheren Hallen und Gebäude werden zu Wohnungen und Ställen umgebaut. Die Flugplatzfläche wird Acker- und Gartenland. Die ersten Furchen werden gezogen, die Saat ausgesät, das Land trägt wieder Frucht. Und hier der frühere Flugplatz Memmingen im Allgäu, wo die UNRWA 2500 verschleppte Litauer, Letten und Esten untergebracht hat. In einjähriger Arbeit haben die baltischen Familien das erst notdürftige Lager in eine wohnliche Siedlung umgewandelt. Mit Gärtnereien und Gewächshäusern, Sportplätzen und Kindergärten. Und in der Freizeit gibt es die Spiele und Reitkünste der Heimat. Alle Neune am laufenden Band, das war die Parole bei den Weltmeisterschaften der Kegler in New York.
Vor 35.000 sachkundigen Zuschauern spielten sich die drei Monate dauernden Ausscheidungen in der riesigen Kegelhalle ab. Der Wochenschaumann hat seine Kamera nach eigener Erfindung auf einem Gestell montiert, um die rollende Kugel und ihre Wirkung gut mitzukriegen. In Amerika ist Kegeln ein Volkssport, Wettkegeln daher ein Volksfest. Das größte Fußballereignis Englands und der Welt, das Cup Final, fand im Londoner Wembley Stadion vor 100.000 Zuschauern statt. Vor Beginn des Spieles begrüßt der englische König die beiden Meistermannschaften Derby County, Schwarze Hosen und Charlton Athletic. Auch die Königin und Prinzessin Elisabeth sind anwesend. Fachleute bezeichnen dieses Pokalendspiel als das schönste in seiner 75-jährigen Geschichte. Ein schnelles, wechselvolles Spiel mit immer neuen, überraschenden Wendungen und brillanten Momenten der Zusammenarbeit wie der Einzelleistungen. Bis kurz vor Schluss gelang es keiner Partei, ein Tor zu erzielen. Da hat der Verteidiger Turner von Charlton das Pech, einen Ball in das eigene Tor zu lenken. Doch schon eine Minute später macht er diesen Fehler wieder gut. Ein Weitschuss und das Spiel steht 1:1. Bei diesem Ergebnis bleibt es bis zum Ablauf der regulären Spielzeit. In der Verlängerung zeigt sich Derby County klar überlegen. Eine ausgezeichnete Kombination führt zum 2:1. Derby County bleibt weiter im Angriff. Tor! Das Spiel steht 3:1. Und noch ein Tor. Mit 4:1 siegt Derby County überlegen. Der König übergibt dem siegreichen Mannschaftsführer den begehrten Pokal. Auch die tapfer unterlegene Mannschaft von Charlton erhält aus der Hand der Königin eine Erinnerungsplakette an das Spiel, das als großes Ereignis in die Geschichte des Fußballs eingehen wird. Im Laufe der Vernehmungen im Nürnberger Prozess wurde der Angeklagte Dr. Hjalmar Schacht aufgerufen. Die schwerste Beschuldigung gegen ihn ist, die Aufrüstung finanziert und damit die Vorbereitungen zu einem Angriffskrieg unterstützt zu haben. In seinen Aussagen rückte der frühere Reichsbankpräsident und Finanzminister so weit wie möglich von den anderen führenden Männern des Dritten Reiches ab. Von Hitler selbst sagte er, er hat die Welt, Deutschland und mich belogen und betrogen. Dann erinnerte ihn der amerikanische Hauptankläger Jackson, dass er im Jahre 1938 gesprächsweise gesagt hatte, wir sind in die Hände von Verbrechern gefallen. Jackson fragte dann, wen er mit diesen Verbrechern gemeint habe. Hitler und seine Genossen. Oberrichter Jackson forderte daraufhin Schacht zu einer ausführlichen Umreißung des Begriffes Genossen auf. Hitler, you know, is dead. Mr. Justice, es ist für mich sehr schwer, diese Frage vollständig zu beantworten, weil ich nicht weiß, wer in dieser engeren Verschwörung von Hitler drin gewesen ist. Wir haben aber hier vom Angeklagten Göring gehört, dass er sich zu dieser Gruppe rechnete. Ich rechne zu dieser Gruppe noch Himmler und Bormann. Wer aber sonst in diesem engen Vertrauenskreis gewesen ist, weiß ich. Jackson weist darauf hin, dass von den genannten vier Personen drei tot sind. Ich kann noch einen hinzufügen. Ich nehme an, dass auch der Außenminister von Ribbentrop über die Pläne Hitlers stets im Bilde gewesen ist. Das muss ich annehmen. Ich weiß es nicht, kann es nicht beweisen. Jackson fragt, waren das alle?
Das kann ich nicht wissen, aber ich nehme an, es sind noch mehr gewesen. Also ein Mann wie Heiderich würde ich zum Beispiel ohne weiteres dazu rechnen, nicht wahr? Aber ich kann ja nicht wissen, mit wem... Jackson bemerkt, noch einer, der tot ist. Ich bedauere es, dass die Leute tot sind. Ich hätte ihren Tod lieber auf andere Weise gesehen, aber... Luftballons am Start. Anlässlich eines Kongresses der französischen Luftfahrt stiegen 7 Ballons von Place de la Concorde in Paris zu einem Wett- und Weitflug auf. Der Luftsport unserer Großväter hat es in sich. Zuerst gibt es Fehlstarts. Dann muss man Ballast abwerfen. Der nach oben starrenden Zuschauermenge wird buchstäblich Sand in die Augen gestreut. Schließlich geht es in gravitätischem Tempo auf und davon. Einer der 7 Ballons flog immerhin 600 Kilometer weit. Mit einer Stundengeschwindigkeit von 50 Kilometer. Im rauen Norden Amerikas herrscht eine Cougar-Plage. Der Cougar ist eine wilde Bergkatze, stark, schnell und reißend, wie sein exotischer Vetter, der Panther. Der Farmer jagt den Cougar, um sein Vieh und seine Haustiere zu schützen. Mit Hunden spürt er ihm nach, doch die Wildkatze rettet sich auf einen Baum. Der Jäger steigt nach und schließlich hat er den Räuber in der Schlinge. Noch gefesselt ist der Cougar ein gefährlicher Gefangener. So, fertig zum Transport in den Zoo. Und jetzt sieht der wilde Berglöwe hübsch friedlich aus. Der weibliche Partner der 2 Condoras gilt als die Dame mit den besten Zähnen der Welt. Darum hat sie wenig mit Zahnärzten und viel mit Varieté-Direktoren zu tun, die sie als Hauptattraktion des Palastvarietés in Berlin und anderer großstädtischer Unternehmungen verpflichten. Das Programm nennt es wirbelnde Zahnkraft und unter Zuschauern wie in Fachkreisen gelten die Condoras als jene Seltenheit der Artistik, die große Nummer.